Hey, mein Name ist Christian und in meinem heutigen Video möchte ich euch meinen Testbericht zum Saug- und Wischroboter TESFOR S6 Turbo zeigen. In den folgenden Minuten möchte ich dabei nicht nur auf die technische Ausstattung und Besonderheiten eingehen, sondern zeige euch zudem, wie er sich in meinem Testparcours geschlagen hat und warum er unterm Strich von mir keine Empfehlung bekommt. Wenn ihr in Sachen Saug- und Wischroboter immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Los geht's! Fangen wir direkt beim Lieferumfang an und dort bekommen wir neben einer schönen und wertig gestalteten Box allerhand Zubehör. Neben dem Sauger gibt es noch einen großen Staubfangbehälter, einen kombinierten Staubfangbehälter mit Wassertank, insgesamt zwei Wischtücher, vier Seitenbürsten, ein HEPA-Ersatzfilter, ein Reinigungswerkzeug, eine Fernbedienung, die Ladestation samt Netzkabel und eine Bedienungsanleitung. Spätestens hier hätte ich schon stutzig werden müssen, da ein üppiger Lieferumfang bei eher unbekannten Herstellern für Defizite an anderen Stellen sorgen. Dazu aber später mehr. Die Ladestation besitzt auf der Unterseite vier gummierte Füße, die es jedoch nicht geschafft haben, die Station immer konsequent und sicher an Ort und Stelle zu halten. Je nachdem, wie der Sauger ab- oder angefahren ist, ist die Station verschoben worden. Des Weiteren bietet sie auch kein integriertes Kabelmanagement. Auf der Oberseite besitzt der Sauger einen federnd gelagerten Laserturm zum Einmessen eurer Räumlichkeiten. Zudem zwei Tasten, wobei eine den Saugvorgang startet und die andere den Sauger zurück zur Ladestation schickt. Ebenfalls federnd gelagert und im unteren Bereich mit einem Gummiband versehen ist die Stoßstange. Der Haupt-Ein- und Ausschalter befindet sich im rechten hinteren Bereich. Entgegen vieler anderer Modelle wird die Staubkammer über den rückwärtigen Bereich herausgezogen und kann bei Bedarf gegen eine kombinierte Staub- und Wasserkammer getauscht werden. Der Staubfangbehälter hat eine sehr gute Kapazität von 600 ml und ist damit wirklich im absoluten Top-Bereich. Der kombinierte Behälter fasst rund 300 ml Wasser, womit sich der Inhalt der Staubkammer auf ca. 280 bis 300 ml Fassungsvermögen verringert. An dieser Stelle möchte ich direkt loswerden, dass ich den Sauger nicht zum Wischen genutzt habe. Grund dafür ist folgender. Da ich keine Angaben zum Wassertank gefunden habe, habe ich diesen befüllt, um die Millimeterangabe nachvollziehen zu können. Dabei musste ich feststellen, dass das Wischtuch nach wenigen Sekunden extrem durchnässt war. Was darauf zurückzuführen ist, dass über die Unterseite des Wassertankes unkontrolliert Wasser austrat. Das hat natürlich zur Folge, dass direkt nach dem Befüllen des Wassertankes euer kompletter Boden geflutet wird und so Schäden an Holzböden entstehen können. Absolut unerklärlich ist es mir daher, warum eine elektronische Regulierung für den Wassertank vorgesehen wurde. Allein diese Tatsache ist für mich schon ein Grund, den Sauger nicht zu kaufen. TESFOR verbaut einen 5200 mAh starken Akku und gibt eine Laufzeit von 150 Minuten an, die auch genau so auf der leisesten Stufe erreicht werden kann. Mit 4000 Pascal hat er zwar eine extrem hohe Saugleistung, dadurch aber auch einen extrem hohen Lautstärkepegel. Die leiseste Stufe ist in Ordnung, Standard geht gerade noch so, wenn man sich nicht im selben Raum befindet und bei stark bzw. maximal hat man das Gefühl, dass ein Düsenjet im gleichen Zimmer starten würde. Auf der Unterseite gibt es dann eine Hauptbürste, hier jedoch ohne Überfahrschutz, was beim ersten Saugen direkt dazu führte, dass ein Kabel eingezogen wurde und der Sauger blockierte. Des Weiteren gibt es hier Unterbodensensoren, die ein Abstürzen verhindern, sowie zwei Seitenbürsten. Aufgrund der beiliegenden Fernbedienung könnt ihr natürlich den Sauger auch ohne App-Anbindung nutzen. Für mehr Spielraum und größeren Funktionsumfang würde ich euch dennoch die Anwendung empfehlen. Das erste Mal stutzig wurde ich bei der Namensgebung der App, die auf den Namen WeBack hört und für mich keinen Bezug zum Hersteller oder Roboter aufbauen konnte. Während die Einrichtung nach Erfolg der Registrierung recht einfach funktionierte, sah man aber hier bereits schon, dass die Anwendung nicht perfekt für den europäischen respektive deutschen Markt optimiert wurde. Schriftgrößen verzerrt sind und Bezeichnungen einzelner Elemente nicht stimmig wirken. In den meisten Fällen ist das bereits hier ein schlechtes Zeichen. Nachdem ihr also den Sauger mit eurem heimischen WLAN im 2,4 GHz Band gekoppelt habt, könnt ihr eine erste Reinigung vornehmen, wobei euch nicht nur der Standort der Ladestation angezeigt wird, sondern auch die aktuelle Position und der bereits zurückgelegte Weg des Roboters. Auch hier ist die grafische Darstellung des Live-Mapping lediglich ausreichend, da alles sehr lieblos aussieht und wie von Kinderhand gezeichnet. Die Kritik von mir erfolgt dabei immer mit dem Hintergrund, dass dieser Sauger UVP 429 Euro kostet und man für diesen Preis deutlich, wirklich deutlich bessere Modelle bekommt. Auf der Startseite der Anwendung gibt es sehr wenige Punkte, die zwar die Anwendung übersichtlich machen, aber auch wenig Funktion bieten. Unten links könnt ihr ihn saugen lassen bzw. pausieren, unten rechts geht's zurück zur Ladestation. Im rechten Bereich könnt ihr die Saugkraft definieren, so von leise zu Standard über stark bis maximal.
Gegenüberliegend gibt es noch die Möglichkeit der Zonenreinigung bzw. den Roboter zu bestimmten Punkten zu sticken und No-Go-Areas einzurichten. Eine automatische Aufteilung der Räume wie bei anderen Herstellern, das Teilen oder Zusammenführen dieser Räume ist nicht möglich. Die weiterführenden Einstellungen bieten auch nur sehr wenige Möglichkeiten. Hier könnt ihr tatsächlich nur einen Zeitplan erstellen, das Gerät mit unterschiedlichen Sprachassistenten koppeln bzw. die Karte eurer Räumlichkeiten speichern lassen. Weder ein Bitte-nicht-stören-Modus sind vorhanden, noch die Möglichkeit einer Saugkraftverstärkung für Teppiche zu aktivieren. Ihr bekommt keine Hinweise auf kontinuierliche Reinigung, Zubehörnutzung oder auch ein Reinigungsprotokoll. Das, was aktuell die Anwendung bietet, und das wird sich definitiv auch nicht ändern, ist das, was man schon vor 3 Jahren bei anderen Herstellern bekommen hat und absolut keine Kaufempfehlung. Die reine, aber auch nur subjektiv gesehene Reinigungsleistung, die bei mir immer nur über den Leise-Modus lief, fand ich in Ordnung und lag nur etwas unter dem, was ich bisher von anderen Saugern kannte. Die Kartierung war in Ordnung, auch wenn sie nicht so fein aufgelöst dargestellt wurde wie bei anderen Herstellern. Mich störte aber jedoch die Tatsache, dass ich gefühlt bei jedem Saugvorgang den Roboter aus einer Engstelle herausholen musste, er ein Kabel oder Teppichkanten eingesaugt hat und damit seinen Dienst verweigerte. Sollte er sich dann einmal festgefahren haben, so wird euch in der App zwar noch die aktuelle Karte angezeigt, jedoch nicht mehr den Weg, den er bereits gesaugt hat. Aus welchem Grund auch immer, löscht er nach dem nochmaligen Start den bisher durchgeführten Saugweg. Sorry, aber was soll das? All diese Eigenschaften führen mich zum Schluss, dass dieser Sauger maximal 150 Euro kosten darf. Nichtsdestotrotz habe ich ihn aber auch in meinen Testparcours geschickt, wo er 35 Gramm Haferflocken aufsaugen sollte, davon einmal lediglich mit einem Blumentopf als Hindernis, im zweiten Durchgang mit einem 20 bis 22 mm hohen Kurzflorteppich und im dritten Durchgang mit einem Badvorleger. Da er im Frontbereich über keine Lasersensoren oder eine Videodetektierung verfügt, um so Hindernissen auszuweichen, fährt er Hindernisse leicht an und korrigiert anschließend seinen Saugweg. Das macht er recht gut und ohne Beschädigung an Möbeln. Für über 400 Euro darf man mittlerweile aber auch schon etwas mehr Technik erwarten. Im ersten Durchgang schickte ich ihn wieder auf die 4 Quadratmeter große Testfläche, brachte 35 Gramm Haferflocken aus und lediglich ein Blumentopf war als Hindernis aufgestellt. Für diese Fläche benötigte er lediglich 4 Minuten und 32, lag damit deutlich unter einem Roborock S7, nahm aber auch nur 31,3 Gramm des Streugutes auf. Wie man im Video sehr gut erkennen kann, fährt er zwar fast alle Bereiche ab, kann aber nie komplett das ausgebrachte Streugut aufnehmen. Von daher auch nur eine durchschnittliche Leistung. Im zweiten Durchgang, wo ich zudem noch den 20 bis 22 mm hohen Kurzflorteppich auslegte, musste das Video nach 1 Minute und 7 Sekunden abgebrochen werden, da er sich festfuhr und auch nach einem erneuten Start nicht vom Teppich herunterkam. Das ist tatsächlich eher mangelhaft. Im letzten Durchgang tauschte ich den Kurzflorteppich gegen einen Badvorleger und auch hier musste ich den Test nach 3 Minuten und 18 Sekunden abbrechen, da sich der Sauger an den weichen Teppichkanten festgefahren hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt nahm er 23,6 Gramm Streugut auf. Unterm Strich könnte ich es theoretisch ganz kurz halten und euch mitteilen, dass der Tesfor S6 Turbo, obwohl er augenscheinlich in vielen Foren und auch Videos als der Sauger gehypt wird, sein Geld auf keinen Fall wert ist. Gründe dafür gibt es viele, unter anderem von der nicht optimierten App, die einen nach kurzer Zeit schon wahnsinnig macht. Über den sehr geringen Funktionsumfang des Saugers, über das ausdrehende Wasser aus dem Wischtank, zur lediglich befriedigenden bzw. ausreichenden Reinigungsleistung und der Tatsache, dass man ihn vom Lautstärkepegel gesehen lediglich auf Maximalstandard betreiben kann. Ich hatte in den vergangenen Monaten des öfteren Sauger vermeintlicher No-Name-Hersteller am Start, die teilweise günstiger waren und auch hier und dort nicht State-of-the-Art waren. Nichtsdestotrotz waren sie meist eine bedingte Kaufempfehlung für das, was bestimmte Zielgruppen erwarten. In diesem Fall muss ich euch jedoch sagen, dass ich euch den S6 Turbo nicht empfehlen kann, da er in den meisten Punkten einfach nur ausreichend ist und es einfach mittlerweile zu viele gute andere Sauger gibt, möglicherweise auch aus dem Vorjahr, die deutlich, wirklich deutlich besser sind. Mit mittlerweile 20 getesteten Saugermodellen auf meinem Kanal habe ich auch ein gutes Gespür dafür, ob ein Sauger eine Empfehlung wert ist oder nicht. Und wenn euch andere erzählen möchten, dass dieser Sauger trotzdem eine Kaufempfehlung ist, dann ist das eine absolute Fehlinformation und Frechheit. Und genau mit diesen negativen Worten beende ich meinen Erfahrungsbericht und bedanke mich trotzdem, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn euch das Video weitergebracht hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst, aber natürlich auch bei den zukünftigen Saugervideos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.